play with my life in many ways. That's what they say. London. Noch 62 Tage stehen bevor. Der Verdacht, dass Woolly Fogg den Überfall auf die Bank von England begangen haben könnte, hat die Wetten auf 10-1 gegen ihn klettern lassen. Setzen Sie, Ladies and Gentlemen, machen Sie Ihre Wetten, setzen Sie Ihr Geld gegen Woolly Fogg. Es steht 10-1, dass er es nicht schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Kommen Sie, setzen Sie, Ladies and Gentlemen, 10-1 gegen Woolly Fogg. Na? Warten Sie, beruhigen Sie sich. Warten Sie, beruhigen Sie sich doch. Warten Sie doch bitte. Einen Moment, haben Sie Geduld, warten Sie. Ich glaube an Woolly Foggs Unschuld. Wenn Ihnen nichts zugestoßen ist, müssen Sie gerade in Bombay eingelaufen sein. Ist das auch wirklich wahr? Endlich sind wir da. Ich freue mich schon drauf, an Land zu gehen. Bombay. Es hat 18 Tage gedauert von Italien bis hierher. Jetzt müssen wir uns wieder an festen Boden gewöhnen. Hervorragend. Sie haben nicht nur die verlorenen Stunden aufgeholt, Sie haben sogar noch 2 Tage dazu gewonnen. Ich danke Ihnen von Herzen. Ich bitte Sie, Mr. Fogg, ich bin stolz darauf, Ihnen bei Ihrer Reise in 80 Tagen um die Welt geholfen zu haben. Es war meine Pflicht als Diener der britischen Krone. Mein Kompliment, Captain. Solange es Männer mit Ihrem unschlagbaren Kampfgeist in England gibt, wird unser glorreiches Imperium bis in alle Ewigkeit bestehen. Wir sollten jetzt unbedingt an Land gehen. Keine Sorge, den Zug erreichen wir problemlos. Ja, Sir. Hier ist ja alles so fremd. Guten Tag, Ali. Hallo. Tico, was schaust du denn so? Das Essen, Rigodon, das viele Essen. Rigodon. Ich habe Hunger. Ich könnte eine Herde Elefanten schlucken. Du wirst schön warten, bis wir alle essen. Hunger! Ich habe wahnsinnig Hunger. Bitte kauf mir was zu essen. Perfekt. Rigodon, wir haben noch viel Zeit. Der Zug nach Benares fährt erst in 4 Stunden. Geh mit Tico auf den Markt und kauf Reiseproviant für uns alle ein. Ja, Sir, wir sind schon unterwegs. Olle, Proviant kann man essen. Der Proviant wird aber erst auf der Reise gegessen. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Mr. Fogg. Was halten Sie davon, wenn wir uns in der Zwischenzeit irgendwo hinsetzen und ein bisschen Karten spielen? Ja, sehr gerne, Brigadier. Rigodon,
Ich muss dir sicher nicht das sagen, was wir brauchen. Ich verlasse mich ganz auf dich. Ja, Sir. Hast du gehört? Wir haben noch 4 Stunden Zeit. Es ist furchtbar heiß. Lass uns doch ein kleines Nickerchen im Schatten machen. Ach, Dummkopf! Nix Nickerchen machen. Wir sind hier nämlich in Indien. Und Indien ist eine britische Kolonie. Wir können also so tun, als wären wir in England. Also gehen wir zum Polizeihauptquartier, holen uns den Haftbefehl und verhaften diesen Willy Fogg. Da siehst du's. Wegen deiner Dummheit bin ich jetzt völlig durchgeschwitzt. Verzeih mir, Dix. Los, gehen wir. Bis später, Sir. Wiedersehen. Wiedersehen. Na los, Tico, komm. Wir haben sehr viel zu erledigen für Mr. Fogg. Ich werde genau aufpassen, dass du nichts vergisst. Mit meiner genialen Taktik werde ich euch trennen und eure Reise zum Scheitern bringen. Das gibt's nicht. Sehen Sie noch mal nach. Wahrscheinlich haben Sie ihn verlegt. Ich bin sicher, dass der Haftbefehl schon vor einigen Tagen eingetroffen ist. Ah, dieser Duft. Sie langweilen mich mit Ihrem Haftbefehl. Das ist aber nicht langweilig. Ich tue hier meine Pflicht. Und jetzt schicken Sie sofort ein Telegramm nach London. Hören Sie, zwischen Bombay und London liegen mindestens 10.000 Kilometer. Selbst wenn wir Glück haben, erhalten wir eine Antwort von dort frühestens in 3 oder 4 Tagen. Das ist eine Dienstpflichtverletzung seitens Bombay wie auch seitens London! Können Sie nicht mal ruhig sein? Sie gehen mir auf die Nerven mit Ihrem Geschrei. Was stört Sie denn jetzt schon wieder? Lieber Himmel, was habe ich denn nur falsch gemacht? Das ist eher ein Irrenhaus als sein Polizeihauptquartier. Bully, wir können uns nicht auf London verlassen. Wir werden unsere eigenen Beweise finden müssen, um ihn verhaften zu können. Das ist leicht gesagt. Welche zu finden, ist aber schwerer. Hä? Dix, da läuft er. Los, wir verfolgen ihn. Jawohl. 3 Rupien sind zu wenig. In Ordnung. Ich nehme dann diese 4. 5! Warum 5, wenn wir nur 4 sind? 5! Also gut, ich nehme 5. Und ich möchte so einen Rohrzucker. Aber Tico, Mr. Fogg ist doch sowas gar nicht. Merkt er das bitte endgültig? Es ist mir völlig egal, ob er es ist oder nicht. Es soll ja auch für mich sein, verstehst du? Diese beiden Witzfiguren werden alles befolgen, was ich ihnen sage. Hoffentlich stört es sie nicht, alleine in Bombay zu bleiben. Wix, das ist doch ein anderer Willy Fogg als der, den wir verfolgen. Der da hat nämlich keinen Stock. Keinen Stock? Tico, du bist ganz schön gemein. Was findest du daran so seltsam? Er wird seinen Stock einfach irgendwo liegen gelassen haben. Er geht los hinterher. Also, soll ich es nun kaufen oder nicht? Immer muss ich entscheiden. Hey, Rigodon, lass uns mal sehen, was die da kocht. Ach, du bist einfach zu neugierig. Ach komm, ganz kurz. Also gut, gehen wir. Rigodon, das riecht so herrlich. Ja, aber jetzt müssen wir weiter. Hey, mach keinen Quatsch, du willst doch selber unbedingt probieren. Wer, ich? Da brauchst du dich doch nicht zu schämen. Wenn du einen haben willst, kaufst du ihn, isst ihn und damit basta. Du bringst mich immer durcheinander, Tico. Wenn du etwas essen willst, dann sag es bitte. Ich? Ich soll etwas essen wollen? Komm, Rigodon, sei doch nicht so. Kauf dir eins, sie sind bestimmt lecker und du stirbst doch vor Hunger. Du hast mich wieder mal überzeugt. Ich kauf dir einen, Tico. Ei. Dolly! Hey, was ist da los? Tico, warte! Vorsicht, Tico, das ist eine Kobra. Die giftigste aller giftigen Giftschlangen. Ich kann auch ganz schön giftig sein. Die hat mir die Zunge rausgestreckt. Sag mal, Rigodon,
Was ist denn, Tico? Nichts, ich muss nur an die Zeit zurückdenken, als du im Zirkus als Hypnotiseur aufgetreten bist. Ja, das war eine lustige Zeit. Glaubst du, du könntest noch jemanden hypnotisieren? Klar, ich denke schon. Gut, dann hypnotisier doch schnell mal die Kobra. Die Kobra? Traust du dich etwa nicht? Hast du Angst, die Kobra könnte dich hypnotisieren? Oh, natürlich traue ich mich. Jetzt wirst du aber ganz schön Augen machen. Hochverehrtes Publikum, haben Sie gesehen, wie er es der Schlange gegeben hat? Oh nein, Tico! Lass mein Tico los! Hilfe! Sie will mich umbringen, ich werde vergiftet! Ich werde vergiftet! Ich bin tot! Sie hat ihn getötet! Tico, wach auf! Wach auf, Tico, bitte! Bitte, Tico, wach auf! Ich bringe dich auch sofort zu einem Arzt! Sie hat ja gar keine Zähne. Wissen Sie, das arme Ding ist so alt, dass sie ihr alle ausgefallen sind. Wirklich? Ja, wirklich. Olli, Olli, ich lebe noch. Ich muss noch nicht sterben. Das ist wirklich ein Wunder, Tico. Du wärst nämlich fast vor Schreck gestorben. Platz da, aus dem Weg. Rigodon? Ich dachte, Sie wären am Bahnhof, Sir. Wir haben gerade ein bisschen Zirkus gespielt. Freut mich, Sie zu sehen. Was machst du an einem Ort wie diesem? Einkaufen und so. Und wenn Sie bitte entschuldigen, was machen Sie an einem Ort wie diesem? Gute Frage, Tico. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass sich der Zug um 2 Stunden verspätet. Das ist der einzige Grund. Aber das ist ja furchtbar, Sir. Was sind schon 2 Stunden, Rigodon? Noch dazu könnt ihr beiden die Zeit nutzen, den Hügel dort zu besteigen, um die wunderbare Aussicht zu genießen. Olli, Olli, Olli! Hast du gehört, Rigodon? Komm, lass es uns ansehen. Worauf wartet ihr noch? Ich wünsche euch viel Spaß da oben. Ich gehe zurück zum Bahnhof. Brigadier Korn wartet dort auf mich. In Ordnung, dann treffen wir uns dort. Komm, lass uns keine Zeit verschwenden. Lauf, Tico, lauf! Fang mich! Großartig! Sieh nur, da kommt er! Oh, los, schnell weg! Komm her, Sohn! Dieses Spiel macht mir langsam Hunger! Hast du das gesehen? Ja, er hat einen Apfel gestohlen. Wir haben es geschafft. Dafür können wir ihn festnehmen. Schnell, hinterher. Unmöglich. Billiger kann ich sie nicht machen. Ich weiß nicht. Lauf, Bulli! Ich komm ja schon! Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Roll. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet! Was erlauben Sie sich? Keine Widerstand! Ich verhafte Sie wegen Diebstahl! Oh, deswegen? Geben Sie das Beweismaterial her! Genau wie Mr. Fogg gesagt hat. Eine herrliche Aussicht, nicht wahr, Tico? Ja, richtig toll. Sowas habe ich noch nie gesehen. Sieh mal. Wo? Da drüben, Rigodon, da liegt die Mongolia im Hafen. Wahrhaftig. Mal sehen, ob sie uns hören. Freunde, hallo, hallo, Freunde. Hier sind wir. Hallo, hört ihr uns? Gute Reise. Oh, verflixt. Wie spät? Ach, pack deinen Müll wieder ein. Meine geht doch viel genauer. Ah.
Schacht? Es ist auf die Minute 3 Uhr. Was? Erst 3 Uhr? Dann haben wir ja noch ewig Zeit. Hey, Rigodon, warum sehen wir uns nicht ein paar alte Bauten an? Gute Idee. Hä? Wahnsinn! Was ist das? Ach, natürlich, das sind die Mönche. Sie kehren von der Stadt in ihr Kloster zurück. Rigodon, warum sehen wir es uns nicht von innen an? Ich weiß nicht. Wenn du nicht willst, bleib da. Ich gehe alleine. Tico! Tico! Wo läufst du denn hin? Bleib hier, Tico! Eine weiße Kuh. Und von lauter Essen umgeben. Ja. Tico! Tico, bitte! Oh, Tico, beherrsch dich! Das ist doch genug für 10. Hoppa! Olle, olle, olle! Was wir zusammen alles erleben. Du bist manchmal richtig unmöglich, Tico. Ich hoffe, du weißt das. Oh, ist mir heiß. Eieieiei. Ich hab Angst, Rigodon. Ich doch auch. Los da rein. Kommt nur. Legen Sie jetzt bitte ein Geständnis ab. So kommen wir doch nie weiter. Sie haben viel zu viel Geduld. Dieser Mann hat nicht nur einen Apfel gestohlen, er hat auch die Bank von England ausgeraubt. Lassen Sie mich die Fragen stellen und ich versichere Ihnen, er wird bald alles zugeben. Einverstanden. Schießen Sie los. Wie komisch manchmal das Leben ist. Sie stehlen 55.000 Pfund und werden nicht erwischt. Und dann stehlen Sie einen lausigen Apfel auf dem Markt. Und jetzt werden Sie mir wegen einem Apfel den ganzen Überfall auf die Bank von England gestehen müssen, bevor Sie für immer ins Gefängnis wandern. Ich bin richtig gespannt auf die Geschichte. Los, reden Sie! Nein. Früher oder später werden Sie schon aussagen, Mr. Fogg. Ich bin nämlich Inspektor Dix, Scotland Yards Meister des Verhörs. Aber jetzt verliere ich die Geduld. Gestehen Sie endlich, dass Sie die Bank von England ausgeraubt haben, sonst werde ich furchtbar böse. Also gut. Bully, da er nicht freiwillig gestehen will, werden wir zu härteren Mitteln greifen müssen, um ihn zum Reden zu bringen. Wo bin ich? Hör mal zu, Dix. Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass dieser Typ gar nicht Willy Pock war. Red kein Blödsinn! Aber was ist denn das? Das ist eine Attrappe! Dieser Übeltäter hat ein Double engagiert, um uns in die Irre zu führen. So ein Schurft! Kann der wahre Willy Fogg gemütlich mit dem Zug entwischen. Los, hinterher! Ja.
Ich komm ja schon. Wo wollen die nur hin? Seltsam. Sie müssten schon längst hier sein. Es ist spät. Wenn Sie in einer Minute nicht hier sind, verpassen Sie den Zug, Mr. Fogg. Wir sind da! Warten Sie auf uns! Wir sind schon da! Na endlich! Du hättest den Zug verpasst. Wo ist Tico? Ich bin hier drin! Wieso sollten wir auch früher kommen? Sie haben uns doch gesagt, dass der Zug 2 Stunden Verspätung hat. Was habe ich gesagt? Naja, als Sie auf dem Marktplatz mit uns gesprochen haben, da... Marktplatz? Brigadier Korn ist Zeuge, dass ich den Bahnhof keine Sekunde verlassen habe. Das verstehe ich nicht, Sir. Na gut, steigen wir ein. Wir sprechen später darüber. Ja, Sir. Dachte. Olli! Lauf, Olli, lauf! Lauf! Ich komm ja schon! Sag mal, Rigodon, was ist aus deinem Hut geworden? Hast du ihn verloren? Oh, wahrhaftig, ich hab ihn irgendwo liegen lassen. Ja, ja, ich erinnere mich, du hast ihn der weißen Kuh an die Hörner gehängt. Er ist ein Erbstück von meinem Großvater. Er hat ihn an seinem Hochzeitstag gekauft und ich habe ihn für immer verloren. Apropos, Mr. Fogg, der Rigodon diesen üblen Streich spielen wollte, muss Ihnen zum Verwechseln ähnlich sehen und Sie mit allen Mitteln daran hindern wollen, in 80 Tagen um die Welt zu reisen. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Irgendjemand versucht, diese Reise zu verhindern, koste es, was es wolle. Aber ich werde dafür sorgen, Brigadier, dass ihm das nicht sehr leicht gelingen wird. Wenn man den ganzen Tag rumläuft, muss man sich ja auch erkälten. Sei still, Dummkopf, und geh uns sofort einen Sitzplatz suchen. Ich geh ja schon. Die Reise geht weiter. Und wieder einmal ist Transfers Versuch, unsere Freunde aufzuhalten, fehlgeschlagen. Dix und Bully hingegen sind mit sich zufrieden, weil sie der Überführung von Willy Fogg ein ganzes Stück näher gerückt sind. Oder es zumindest glauben.